Yo, Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren heute auf Shai Garcia. Wie eifersüchtig bist du? Sie? Ja. Wie eifersüchtig bist du? Auch sehr. Auch ja. Sie? Ja. Und du so ein bisschen, ne? Im Rahmen, glaube ich. Insgeheim, ja. Warum bin ich so blau, Bruder? Bin ich Antarktis? Ja, warum bist du so blau? What the fuck? Wir machen Flash. Let's go. Servus Leute, was geht? Mein Name ist Cheyenne Garcia und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich bin in Stuttgart und ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein. Viel Spaß mit dem Video und ich küsse eure Nuts, Alter. Hi. Wie heißt du? Tina. Tina? Ja. Okay, und du? Melike. Ah, Melike. Heute ist die Frage, bist du eifersüchtig? Ja. Von der Skala 1 bis 10? 20. Warum? Keine Ahnung. Ah, sie wirkt schon ja, so, oder? Sie hat schon so einen Eindruck, dass sie voll eifersüchtig ist. Ja, wollte ich auch sagen. Und irgendwie passt ihre Stimme nicht zu ihrem Aussehen. Ich habe was voll anderes erwartet. Ja, ich habe auch nicht so eine kleine... So eine Quietschi-Mutschi. Ich finde, man sieht es den Leuten an, wenn sie irgendwie eifersüchtig sind. Ja, finde ich auch. Weil sie ist dir so nicht, echt, aber. Ja, bei mir ist totaler Schock die ganze Welt. Totaler Schock, was? Na, Leute, die immer so ein bisschen unsicher sind, die sind dann auch unsicher bei anderen. Ja, deswegen bei mir passt das eigentlich gar nicht, ne? Weil du bist nicht unsicher. Und du gehst in die Offensive, Kopf rein in den Wand. Ob wieder rauskommen, man weiß nicht. Aber wie meinst du mit Eifersucht? Meinst du in der Beziehung oder Freundschaft? Ja, Beziehung. Und Freundschaft. Boah, gehst du eifersüchtig in Freundschaft, Bruder? Wow. Wow. Ich war noch nie eifersüchtig in der Freundschaft. Also Beziehung, da bin ich sehr eifersüchtig. Ich weiß selber nicht warum, aber ist einfach so. Und Freundschaft... Nee, also wenn sie zum Beispiel mit anderen rausgehen würde, würde es mich nicht jucken, weil ich bin sowieso die Nummer 1. Was lügst du? Schwöre Lüge, die rast du mal aus. Wenn du mit anderen Freunden rausgehst? Ja. Warum? Keine Ahnung, das muss sie ja wissen. Hä? Ich weiß nicht, weil ich habe andere Freunde als sie. Ich schwöre. Naja. Ich bin trotzdem die Nummer 1, das ist das Ding. Ist sie die Nummer 1? Manchmal. Ich komme gleich rüber. Ja, hast du Angst vor ihr? Nein. Aber die sieht so nett aus, so lieb, auch wenn sie redet. Wie schreist du denn? Shalom. Ach, man merkt dich schon. Die ist so eine, Leute, die macht die lacht nicht über deine Witze. Ja. Die schreibt immer so, Junge, was gehst du mit denen raus? So, wir haben gesagt, wir gehen heute Shisha bar und so. So ist sie. Wir machen so oft Scherz, will ich jetzt mal sagen. Ja, so. Ja. Wir machen oft Scherz. Ja, Humor. Also... Irgendwann mal kann man einschätzen, die Person, die könnte drüber lachen, die Person, die könnte nicht so drüber lachen. Ja. Und zum Beispiel bei ihr würde ich nicht so Scherze bringen. Weil ich glaube, die ist auf Ernst sauer dann. Ja. Irgendwann mit der Zeit kann man das abwägen und... Ich habe jetzt auch Angst vor dir. Nein, ich mach schon nichts. Okay. Das heißt, dein Freund darf ins Schwimmbad? Schwimmbad? Ja. Ja, schon. Ja. Wenn sie schon so kommen, mit überlegen und so. Ja, Schwimmbad, natürlich Schwimmbad. Was soll da passieren? Mein Gott, die Jungs rutschen auf der Kinderrutsche. Wie? Als wären sie 12 ich oder höre. So. Als sie im Schwimmbad waren, da waren so Kanaken auf der Kinderrutsche, so, dass die Rutsche nicht einbricht. Das ist ein Phänomen. Ja. So, und dann, oh, nee. man sieht so Leute mit Bart und schwarze Haare. Man sieht so, das geht so hoch. Nein. geil. Das freut mich. Das ist cool. Okay, darf er weibliche Freunde haben? Boah, nein. Weil irgendwie, Beziehung fängt doch so freundschaftlich an. Meistens. Ist ja nicht schön. Darf er weibliche Freunde haben? Was sagst Melike, du? Da bin ich auch ganz deiner Seite. Ich weiß nicht, also bei Freundschaften, also so Mädels, Jungs, es geht manchmal, aber... Es ist schwer, Bro. Ich würd der anderen nicht vertrauen, weil ich denke mir so... Ich will ihn. Ja. Du willst ihn auch. Warum willst du ihn? Ich weiß nicht. Kommt drauf an. Nee, ich weiß nicht. Ein schwieriges Thema. Muss man abwiegen. Liegt an, ne? Stell dir vor, du bist verheiratet. Ich sag jetzt nicht, du darfst nicht mehr mit der chillen und so, aber ich dreh's so, dass er selbst denkt, ich darf mit der chillen, aber es kommt aus seinem Mund raus. Stellt euch mal vor, ihr seid verheiratet, ja, und ihr lebt mit eurem Mann in einem Haus, alles gut und so, er sagt, ich gehe jetzt mit meiner Freundin raus, was trinken oder so. Er hat mal ein Kopfkino. Danach, die kommt vorbei, will den abholen und so, und du guckst sie so an und dann zeigst du einfach so ein bisschen... Bizeps. Da ist gar nichts. Aber so der ist die Tür, ich sag so tschüss und dann machst du Liegestütze plötzlich. Plötzlich bist du an der Decke. Ich meine aber so, ich bin gefährlich. Ich sag tschüss
und Klimmzüge so. Und dann schüchte ich die ein, weißt du? Ey, ich glaube, ich nehme gerade den Ton auseinander, weil ich die ganze Zeit hier so rumklatsche, ja, wo der Ton ist. Sorry, ja, falls der Fall ist, aber... Ja, wir haben gerade Spaß, unsere Zuschauer auch. Ja! Wozu braucht der andere weibliche Freund? Er hat doch mich so. Wenn er sagt... Was ich sagen wollte... Dotti, schon so! Stell dir mal vor, die kommt, holt den ab und so, du bist an der Decke, du läufst so. Das ist bei dem... Aber guck mal, wenn es um dich geht, dann würde ich gerne mal mich auskotzen gehen und mal mit einer weiblichen Person darüber reden. Auskotzen gehen? Er soll mit mir reden. Aber wenn es um dich geht? Ja. Ja, dann soll er mit meiner besten Freundin reden, aber nicht mit seinen. Also mit ihr? Ja. Wenn jetzt... Da haben wir einen Vorteil. Ja. Wenn mein Mann sich über mich beschweren will, dann geht er zu Horner. Ich sag, wenn du zu Tutti gehst, was bist du dumm? Ja. Du redest mit mir oder mit Kai? Ja, und dein Mann lässt er dann bei mir über dich. Freund, wenn du einen hättest. Mhm. Hast du einen? Okay, wenn du einen hättest. Dürfte er mit ihr dann so auch so reden und so? Ja, klar. Weil auch rausgehen? Würden die eh nicht, aber wenn ich vertraue ihr. Okay, Tina sagt jetzt, guck mal, Melike, dein Freund hat mich angerufen, der will spazieren gehen, der will mit mir über irgendwas reden. Boah, nein, sie würde nicht. Guck mal, wie die Rechte guckt die so. Die ist so eingeschüchtert, die macht so, niemals, Melike. Brich nicht mein Haus nach der 1 Uhr, nach 3 Uhr. Kennst du diese Kettenbriefe, wo immer so stand, ey, schick diesen Brief weiter an 5 Personen oder das Mädchen unter deinem Bett kommt, ist diese Melike. So, die hat sagen würde. Ballerspaß und so. Manchmal, nein, das kommen, Sachen Spaß kommen in meinen Kopf, dann muss ich die sagen. Ja, ne? Du sagst ja. Du bist ja richtig eifersüchtig. Ja. Darf er Social Media haben? Ja. Frauenfolgen? Wenn er, nein. Also wenn er jetzt... Okay. Sagen wir so Insta, wenn er nicht Insta hat, dann würde ich ihn auch nicht haben. Was ist, wenn du sehen würdest, dass ein Mädchen so ein Herz kommentiert bei deinem Freund? Oha, sie hat gesagt, wenn er kein Insta hat, dann hätte sie auch kein Insta für ihn. Oh, ich finde, ey, sorry, jetzt mal alle Mädels, gell? Immer diese Mädels, kennst du das? Die sind so in einer Beziehung, danach die posten so Bilder und so und man weiß immer, wenn die so abgebrochen haben, weil Insta wird gelöscht und so. Ja, so Kelleck, Bro, jetzt weiß jeder, weißt du? Ich würde niemals für so einen Typen so Insta löschen oder YouTube löschen oder so, dann würde ich mir so denken, irgendwas stimmt da mit dir nicht. Ich lösche dich lieber aus meinem Leben. Ja, ich schwöre. Bild. Dann würde ich sagen, blockier sie. Ich würde sie jetzt nicht anschließen, aber ich würde sagen, blockier sie. Und wenn er sagt, das ist eine Klassenkamera, den übertreibt man deine Lage nicht. Ja. Oha. Nein, darf er nicht. Darf er nicht, dann gibt es Stress halt, aber... Darf er weibliche Freunde haben? Nein, nicht wirklich. Darf er Frauen auf Instagram folgen, die er kennt? Ja. Nein. Nein. Das Problem ist, ich würde niemals würde ich so zu meinem Freund gehen und sagen, ey, blockier die, lösch die. Ja, das entfolgt, ist voll unangenehm. Das ist voll peinlich, richtig. Also ich finde sowas immer so kindisch. Ich würde mich wie so ein Kind fühlen. Ja, so entfolgt der. Ist so dieses, Bro, dann wirkst du nicht so selbstbewusst, gell. Aber ich finde, wenn er so... Zum Beispiel, ich folge ja auch so ein paar Jungs noch von der Schule oder hier aus der Nachbarschaft, so man kennt sich seit, wir sind so zusammen groß geworden, weißt du, was ich meine? Ja, ja, seit Kindergarten. Aber zum Beispiel hätte ich jetzt eine Beziehung und ich würde den so entfolgen, gell, dann würde ich so sagen, und irgendwann irgendwie würde ich sagen, so weißt du, würde dir ein Mädels folgen, würde ich sagen, ja komm, ich bin eher entfolgt, weißt du? Nur so Andeutungen machen oder er sagt, oh, warum bist du allen entfolgt? Hey, mich würde es gar nicht stören, wenn er Mädels folgt. Nein, ich meine, ich gebe ihr gerade Tipps für sie. Ach so, ja. Also sie wirkt sowas von süß, ja, und noch voll jung und sie sagt ja auch, sie hat keinen Freund, vielleicht hatte sie ja noch keinen oder so, keine Ahnung. Sie denkt sich so, wenn sie jemanden hat, dann gehört er nur mir, niemand anderes darf ihn sehen und so. Ja. Aber glaubt mir, wenn er fremdgehen sollte oder mit jemandem schreiben sollte und so, er macht das trotzdem. Er braucht niemanden zu folgen. Meistens die Jungs, die gar kein Mädchen folgen, so schreiben damit alle. Die sind die Schlimmsten, ja, so. Nein, darf er atmen? Wow, du hast gerade gesehen, der Hintergrund. Oh, stark. Nein, Spaß beiseite, aber Eifersucht so, das muss auch so sein. Wenn ich den jetzt so frei lasse, dann, keine Ahnung, dann... Ob das so ein Hund wäre? So ein Möbel. Ey, du bist frei. Nein, also, ja, ich bin schon eifersüchtig so. Ich würde aber nicht sagen, du darfst das machen. Das muss ja von ihm kommen. Weil wenn ich das so sage, dann ist der sozusagen im Knast so. Ja. Ich weiß, die redet wie eine Albanerin. Ja, voll, gell? So ein Akzent. Nein, also siehst du, Akzent ist diese Sachen, die sie ausspricht. Ja. Richtig albanisch irgendwie. Ich weiß, ich finde Eifersucht voll süß, aber irgendwie, mich würde es irgendwann nerven, das wenn Problem er so ist, alles kontrolliert und alles, denke ich mir so, du weißt schon, ich bin alt genug und ich weiß, ja, was ich mache. Das Problem ist, ich bin halt so, wenn jemand mich so einengt, ich werde so... Ja, aber Horner, also, wenn ich Horner manchmal einenge und so, dann rastet die komplett Also, aus. Ich weiß nicht, wenn... Oder wenn Leute so versuchen, mich so zu kontrollieren und so. Ja, oder zu sagen, was es zu tun hat, Alter. Ja,
Wanda. Ich habe mir heute gesagt, kannst du kurz Zimmerstaub sagen? Die so, wieso machst du es nicht? Ich so, okay, dann ja, Wanda. Also ich mag sowas gar nicht. Und wenn er dann kommt und sagt, ey, entfolgt dem und den, ja, dann würde ich mir denken. Aber wenn du Bauchschmerzen hast und sagst, bring mir Tablette, sag ich, warum machst du es selbst nicht? Ey, wenn Tutti ihre Tage hat, gell, ich mach sie im Rücken, ich werd Psycho, wie heißt es? Physiotherapeut. Nein, nicht Physiotherapeut. Was denn? Der Vater, glaub ich, aber er hat ja Freigang. Meinst du Kardiologe, das war's? Nein. Der lacht die ganze Zeit. Ja, weil du bist übertrieben lustig. Also bei dir, sie scheint nicht so eifersüchtig zu sein. Nicht wirklich. Bei dir ist halt so, wenn zum Beispiel, wenn irgendwas nicht passt und wenn er zum Beispiel dagegen, sagen wir jetzt mal, die sagt, ja, entferne dich mal von dir. Wenn er nein sagt, dann wird sie sagen, ja, tschüss mit dir. Tschüss. Ja? Ja. Bist du hart? Ja, warum nicht? Albanerin, ne? Klar. Direkt zack, zack. Guck, Alter. Albanerin. Ja, das okay. Merkt man direkt so, ja, auf jeden Fall. Süß. Und dann Adler machen so. Okay. Der liegt so verblutet, dann macht die alles so, ey, guck mal her, Adler. Jetzt frage ich mich, warum bist du aber eifersüchtig in eurer Freundschaft? Freundschaft, also guck mal. Lass sie doch ihre Freunde haben und mit denen rausgehen. Kann sie, weil ich weiß ja, dass sie mit keinem so nah sein wird wie ich. Aber keine Ahnung. Ich bleib trotzdem so die Einzige. Die hat diese keine Ahnung gerade gesagt wie Mila, gell? Ja, keine Ahnung. Das, ich höre das immer in meinem Kopf wegen TikTok, ne? Der sagt so, die sieht aber schön aus. Und dann sagt irgendwas und dann sagt sie, keine Ahnung. Ja. So, die hat es gerade gesagt wie die. Okay, was ist, wenn sie sagt, ey Melike, ich bin jetzt auf einer neuen Arbeit. Ich habe da jemanden kennengelernt, also eine gute Freundin. Ich mag die, ich gehe jetzt mal, du siehst, die geht jetzt so 3-4 Wochen immer mehr mit dir raus. Und dann sagt sie dir einmal, Melik, ich kann heute nicht, ich gehe mit dir raus. Und dann hörst du, dass sie bei Snapchat so Hundefilter zusammen machen. Dann würde ich direkt Kontakt haben, was die Hundefilter. Nein, aber dann würde ich halt mit der reden, so was es sein soll. Weil, ja. Aber du hast gerade gesagt, Arbeit. Wir arbeiten sowieso zusammen. Okay, sie lernt oha. Auf dem Kirmes da vorne. Lernt sie eine kennen. Wir auch zusammen. Hast du andere Freunde aus der Schule? Ich hatte auf meiner Schule, so zwei Mädels, die waren immer zusammen. Die haben aneinander geklebt. Yeah. Wie so Kaugummi, ja. Ich kenne, jeder hatte so solche auf der Schule. Jahre später, als ich nicht mehr zu dieser Schule gegangen, also als die nicht mehr zu dieser Schule gegangen sind und ich habe die irgendwo in der Stadt gesehen, die waren immer noch zusammen. Yeah. Ich so, ey, habt ihr irgendwie Handschellen? Habt ihr Schlüssel die nicht? Haben Dings, oder was ist los? Die haben irgendeinen Pakt, gell? Ja. So mit Blut und so, so aneinander geschmiert und so. Ich finde das richtig krass, wenn so lange so Mädels, keine Ahnung, so befreundet bleiben. Ich finde das richtig gut. Ja, ich finde es auch voll schön. Ja. Nein. Nein? Aber es liegt nicht an mir. Ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, sie darf nicht oder so. Spaß doch. Aber mit der, keine Ahnung, mit der mache ich alles. Wir sind zusammen mal beten oder zusammen lernen, alles mögliche. Was süß. Ihr seid so beste Freundin. Ja. Liebt ihr euch? Ja. Oder der Frage, musst du sie lieben? Ja klar, das ist wie so eine kleine Schwester. Aber du bist älter auch noch. Ja, ich bin 18. Hä? Was ist mit sie? Ich bin 17, ich bin 18. Ah. Ja, ich hab's euch auch gesagt, Leute. Sie wirkt noch sehr jung. Ja. Und da ist man immer so. Sie sieht so erwachsen aus und so, aber sobald sie angefangen hat zu sprechen, da wusste ich, sie ist auf jeden Fall jünger. Ja, ich dachte auch, sie ist so 17. Ja, ja, safe. Also du bist so eine Person, wenn du jemanden in deinem Leben hast, dann gehört sie dir. Oder er? Er schon. Oha. Aber nein. Also er gehört dir. Das ist so ein Insider-Check. Du sagst auch, du gehörst mir. Wie oft sagen die oha so? Die sagen immer oha, 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 oha. Vor so Ersatzbeginn. Glaubst du in Klausuren, die schreibt mir oha. Shakespeare meinte. Das ist kindisch. Aber, also, Jungs sagen so Sachen. Zum Beispiel, wenn er mit seinen Jungs rausgeht, ist okay, aber er muss mir auch Zeit. Ja, das ist wichtig. Das ist natürlich wichtig. Auch an die Männer da draußen, die nur mit Männern abhängen, mit ihren Freunden. Ihr seid keine Männer. Ja, gibt auch eine Zeit, es gibt eine Welt von der eigenen Frau, es gibt eine Welt von dem eigenen Mann, aber es gibt auch eine gemeinsame Welt. Und die muss man auflegen, ne? Genau. Okay. Aber welche Welt, welches entscheidest ja du? Ich? Ja. Weil du bestimmst sie. Ich glaube, sie checkt den Humor von ihm nicht. Nein, nein, ich sag ja, bei der würde ich keine Wäre ich dort, ich wäre voll abgekackt und so, aber sie nimmt es alles zu ernst. Das Ding ist, ich dachte, es sind so mehrere Personen, wir befassen uns gerade mit denen, ich fühle mich gerade wie in so einer Sitzung. So. Melike, warum bist du eigentlich? Warum? Ich habe eigentlich so Magenschmerzen heute. Mir geht's gerade gar nicht gut. Und mein Kopf dreht ein bisschen durch. Also mir geht's gut. Alhamdulillah. Ist er davon nicht? Oha. Wenn er mit mir ist, dann... Da wäre alles. Ja,
Ja, er kann schon mit. Oha, ist, aber. Oha. Also ich finde das. Oha. Also ich persönlich. Vor dem Unterricht. Die Lehrer nimmt die dran immer. Oha. Also. Hey Junge! So, oha! Was bitte reparieren? Ja? Ohne Grenzen. Ohne Grenzen. Also dass er jeden Tag mit ihm geht und nee, diese, der sagt, ich bin heute bis 3 Uhr morgens. Oha. Nein, Schubert. Hey! Warte, Leute, wir beenden es wieder an der Stelle. Ich noch einmal Oha hören. Ich mach Thumbnail. Oha. Das ist unser Thumbnail, unser Titel und alles. Das Lied war unterhaltsam, wir hatten was zu lachen. Ihr habt unsere Sicht gehört, ihr habt deren Sicht gehört. Checkt das hier ab, erster Link unten in der Infobox. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen 20 Uhr. Oha. Oha. Tschüss. Ciao. Oha, schalt mal morgen ein. Oha, tschüss.